Hallo und herzlich willkommen zurück aus Havanna. Wir sind hier auf einem Spielplatz, der eigentlich geschlossen ist, weil heute ist Montag. Montag hat halb Kuba zu. Wir haben nirgends irgendwie ein bisschen eine Frucht gekriegt oder ein Stück Gemüse, ein Stück Obst, ein Stück Gemüse, nichts, weil alle Agro-Märkte geschlossen sind. Und ja, montags ist halt halb Kuba zu, wie damals. Mein Opa hat immer gesagt, montags ist die halbe DDR zu. Genauso ist es hier auch. Und jetzt sind wir gerade hier am Malekon lang gegangen. Einige, was weiß ich, 2 Kilometer oder so. Er ist hinter mir zu sehen, der Malekon. Und ja, da wird hier so als so übelst berühmt beschrieben. Ist auch nichts Besonderes. Gefährlich ist er. Aber das Wasser immer drüber schwappt, da wachsen Algen. Wenn man dort auf lang läuft, kann man auf die Nase fallen. Ziemlich doll. Selbst wenn die Algen, wenn gerade kein Wasser drüber schwappt, wenn starker Wind ist, dann kommt das Wasser über die Mauern. Selbst wenn nicht, das ist total Schmierseife. Wir haben da welche gesehen, waren Amerikaner, die sind gestürzt. Die mussten sich noch irgendwie ein Taxi holen, weil sie ziemlich nicht mehr richtig laufen konnten. Gestern ist die Banuma hingefallen, da war es allerdings richtig nass. Ja, und dieser Spielplatz sollte eigentlich geschlossen sein. Irgendwie ein Spielplatz zu gedenken an José Martí, der ist hier überall. Und die Strandpromenade ist eigentlich, was ist eine Promenade? Das ist eine große Mauer und eine 6-spurige Straße in alle beide Richtungen, 3 Spuren. Es ist laut, andere fahren Autos, es gibt nichts, keinen Baum, kein Geschäft oder was weiß ich. Oder auf der anderen Seite, jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin, auf der Seite, auf der Landseite, gibt es auch keine Cafés. Vielleicht gibt es irgendwelche Zonen, aber jetzt so die letzten 2 Kilometer, nichts. Und ich muss sagen, die Gebäude sind nicht gerade ästhetisch das Wertvollste, was man sich so architektonisch vorstellen kann. Ziemlich hässlich und wie gesagt, ziemlich laut. Und ich weiß nicht, warum das so berühmt ist, diese tolle Strandstraße von Havanna, dieser Malecón. Ist mir ein Rätsel, aber wahrscheinlich ja, weil es halt Havanna ist und da muss man mal dahin. Also hast du 100 Meter gesehen, hast du alles gesehen, sag ich nur. Bis jetzt muss ich sagen, habe ich auch noch nicht viel, außer ein paar alte, ziemlich verfallene Gebäude, sag ich mal, eine paar, die sie restauriert haben aus der Kolonialzeit, die mal schön aussahen. Ja, nicht allzu viel. Tolles gesehen, architektonisch super geil ist oder sowas. Die meisten Hotels sind entweder Neubauten irgendwie oder sie sind wirklich ein paar einzelne restaurierte Gebäude, wo man sagen kann, ja toll. Und das Kapitol haben wir noch nicht gesehen. Wir waren ja schon mal vor 6 Wochen hier, eine Woche in Havanna. Da haben wir es beim Vorbeifahren gesehen. Okay, das Kapitol ist mal ja, architektonisch kein schlechter Bau. Beim Vorbeifahren, wie gesagt, aber ja. Ansonsten, ich bin ja sowieso nicht der Städte-Fan. In Städten kann man nicht allzu viel Obst und Gemüse anbauen, zumindest hier nicht. Könnte schon, aber das ist ja, gibt ja dann auch so ein. Gibt's ja ganz tolle Projekte in der Welt, aber die gibt es hier in Kuba nicht. Hier wird alles vom Land nach Havanna reingekarrt und hier verkauft nur. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Ja, man kann es mal gesehen am Havanna. Es ist alles viel teurer noch als in Vinales, wenn das hier sehen. Also hier so ein Brötchen mit, was weiß ich, ein bisschen Aufstrich drauf oder kostet gleich mal, ist das Vierfache, ja. Und das, obwohl es eine Cafeteria ist und das ist dann praktisch, was weiß ich, wir haben 1,40 bezahlt, Peso Nacional, umgerechnet 6 Cent in Vinales, hier bezahlst du halt. Und damals schon gedacht, Vinales sind sehr teuer, hat auch eine Weile gedauert, bis wir die Billion Cafeterias gefunden hatten. Und hier kostet es halt das Vierfache. Oh ja. Und Restaurants in Cook, in COC, also Dollar, die gibt es hier auch wie Sand am Meer und die sind alle noch teurer als Vinales, viel teurer. Ja, was man dafür kriegt, wissen wir nicht, interessiert uns nicht. Wir gehen in Deutschland nicht in so ein Restaurant, wo sollen wir dann hier hingehen, ne? Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.